Und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Until Dawn. Ja, wir befinden uns hier mit Emily immer noch in der Mine und wir wurden gefunden. Wenn uns steht und verschwinde schnell von hier. Der hat uns geholfen. Benutzt die? Au. Was? Was war das? Natürlich kommt jetzt die Sonne wieder raus. Okay. Benutzt die. Eine Flare, sehr schön. Okay, los geht's. Okay. Okay, okay, okay. Er hat uns also Flares gegeben, der gute Mann. Aber was war das? Ich muss nochmal zurückgehen, ich muss einfach. Vielleicht ist hier noch irgendwo ein Totem. Aber, nope. Leider nein, leider gar nicht. Und ich habe das Gefühl, wir laufen einfach nur die ganze Zeit im Kreis. Irgendwie kommen wir hier gar nicht vorwärts so richtig. Hier? Da können wir nicht weiter. Oh, die Geräusche. Oh, hier sind überall irgendwelche Sachen, die wir anschauen können. Plagwood Mine. Dieser Teil der Mine ist kürzlich eingebrochen. Bitte kontaktieren Sie Vorarbeiter H. Tanner. Karte 7A3 enthält nähere Details. H. Tanner, ich glaube, der ist gestorben. Ich glaube, das war einer der Bergarbeiter, die gestorben sind. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich lang muss. Hier? Oh. Mein Gott, was ist hier passiert? Eine Postkarte. Calgary. Greetings from Calgary. Auf der Rückseite. Billy Bates. Sprengtruppe Northwest Mine, Alberta. Hey Billy, ich hatte viel Spaß. Komm vorbei, wenn du mal in Calgary bist. Loretta. XXX. Okay. Die gute Loretta, ich glaube, die hat er nie wieder gesehen. Und hier scheinbar so ein kleiner Schrein. Oh, die Geräusche. Ich will überall sein, nur nicht hier. So, das haben wir schon angeschaut. Springen? Hab ich noch eine andere Wahl? Nein, wir müssen springen. Okay, gerade hinsetzen. So. Oh. Ich finde keine Totems mehr. So, ich glaube, Until Dawn hat 10 Kapitel und wir sind jetzt in Kapitel 8. Wir gehen straff aufs Ende zu. Wann Until Dawn? Wir wissen auch, ist der Psychopath. Josh war und scheinbar ist das aber unsere kleinste Sorge, wenn ich das hier so höre. Weil das ist nie und immer Josh. Weil der ist ja noch in der Scheune. Und hier ist ein Totem. Hey! Als hätten wir es gewusst, ein weißes Totem. Ein Glückstotem. Wir haben gesehen, dass Emily gestorben ist durch einen Schuss. Und wir sehen, dass Mikey nicht schießt. Das heißt, Emily wird von... Josh von Mikey erschossen, eventuell, wenn wir uns so entscheiden sollten. Aber jetzt wissen wir, dass wir das nicht tun werden. Davon ganz abgesehen, dass ich hier generell nicht will, dass sie sich hier gegenseitig umbringen. Ja. Was ist eigentlich mit Matt passiert? Der lebt doch auch noch irgendwo, oder? Der müsste ja auch noch irgendwo hier in der Rumschlawenzel in der Mine. Vielleicht treffen wir den ja noch. Wäre ja... Oh, bah, was war das denn? Oh, nee, da will ich nicht hin. Oh, ist das Blut oder sind das einfach nur Reflektion von der Flair? Bah, was war das denn ekelhaftiges? Okay.
Was, so weit war ich doch gar nicht. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Hüpf. Ja, nimm mit. Ach du Scheiße. Keine Ahnung, ich geh nach links. Oh mein Gott. Shit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was zum... oh Gott, Gott, bitte lass ihn nach oben kommen. Shit. Oh nein. Okay, wir sind draußen. Das heißt alles oder nichts. Jetzt müssen wir es hinbekommen. Alle Quicktime-Events müssen jetzt passen. Schmeiß die hin. Sehr gut. Emily, ich bin stolz auf dich. Okay, komm. Los. Emily. Abspringen, wir springen ab. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Oh Mann, was soll ich denn jetzt wissen, was die richtige auf. Ach Mann, es ist doch 50-50 Chance, ich weiß doch nicht, wo ich hin muss. Es macht zu. Scheiße, wir wurden gebissen. Aber wir leben noch. Das waren jetzt 7 Minuten pure Action. Alter. Oh. Das für ein Vieh. Oh Gott. Sie ist immer noch hinter uns. Ich höre es nämlich doch. Die Lodge. Oh, klasse. Was jetzt? Lass mich rein! Lass sie rein, schnell! Lass mich rein! Mach die Tür zu, oh mein Gott, mach die Tür zu! Geht es dir gut? Ich dachte, ich schaffe es nicht. Du hast wie am Spieß gebrüllt. Du siehst echt fertig aus, etwas. Matt, los, setz dich. Da draußen ist was. Hat ihr euch getrennt? Ein Monster! Besorgt. Ich hab keine Ahnung. Alles gut, mir tut nichts weh. Ich muss mich nur beruhigen. Das Ding war so verdammt schnell. Was? Ich musste ganz schnell weg. Wovon? Da war dieses Ding, was immer es war. Ben, beruhig dich. Josh hat uns verarscht. Ihr hört mir gar nicht zu. Besorgt. Was ist mit Matt passiert? Warte, wo ist Matt? Ist er okay? Ich verliere kein Wort über das fiese Scheiß-Arschloch. Wow. Der Feigling, er hat mich einfach im Stich gelassen und ich hing an diesem verdammten Turm, so gut wie tot. Welcher Turm? Und ich stürzte in diesen gruseligen, schrecklichen Minenschacht und er war weg. Welcher Minenschacht? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beths Kopf. Was? Beths Kopf, er lag oh da. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ist dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Ich glaube, sie sind da reingestürzt. Oh, verfluchte Scheiße. Schlimmer ist noch, ich glaube, Hannah war nicht tot, also von dem Sturz, nicht sofort. Was meinst du damit? Ich weiß nicht, ich fürchte, sie war da unten und sie ist ganz langsam verhungert. Und wir haben hier oben alle nach ihr gesucht. Wer sollte das ahnen?
Scheiße, das ist furchtbar. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da. Oh Gott, ja, Mike! Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Ich bin dabei. Gut. Ich habe keine Ahnung. Hey, gib mir die Pistole. Du überwältigst doch jeden nur mit deinem Aussehen und Muskeln und so. Lass sie noch mal rein. Ich brauch die Pistole. Oh. Wenn du das so sagst. Hier. Schieß dir nicht in den Fuß. Witzig. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war. Ich hab nur das Gefühl. Ah, shit! Hey, schieß auf ihn! Nein! Sie können nicht. Ja, Sie können. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Er hat uns geholfen. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh, ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Was uns angegriffen hat? Ich sage euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Na, sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er ihm geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen? Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein, ich gehe ihn holen. Du kannst da nicht raus, Chris. Ich bin eigentlich sein bester Freund und ich habe ihn eigentlich verraten. Nein, er hat dich verraten. Er hat uns alle verraten. Ist mir egal, ich werde ihn holen. Nein, bist du nicht. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch, geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Mm-mm, tut er auch nicht. Ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Der ist mir sympathisch. Komm bloß zurück.
Komm, küss ihn. Oh. Wir müssen uns beeilen. Wir sehen uns dann. Also, sie warum sind die Jacken nicht zumachen? Die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Also, wie auch. Bevor ich erstens irgendwas Wichtiges verpasse und ich diese, hoppala, das wollte ich gar nicht. Geht gleich weiter. Schmetterlingseffekte. Das interessiert mich nämlich, wie sich das alles ausgewirkt hat. Ashley war dankbar und fühlte sich Chris verpflichtet. Josh fühlte sich betrogen und stellte sich gegen Chris. Chris zog Gewalt in Betracht. Das war's, okay. So, wer bekommt die Waffe? Das interessiert mich jetzt. Emily hatte nichts, um den Angriff abzuwehren und wurde gebissen. Okay. Aber vielleicht kann es ja Matt retten, wenn der noch lebt. So. Ashley hat eingestochen. Josh verpasste Ashley ein Veilchen. Und dadurch hat Chris Josh geschlagen. Wer hätte das wissen sollen, dass es Josh ist? Ashley war um Chris besorgt, als er ging. Ja, die zwei haben sich geküsst, das haben wir schon mitbekommen. Gebissen. Emily wurde gebissen. Ich glaube aber nicht, dass sich das hier wie bei Zombies verhält, denn der gute Mann, der uns jetzt hier begleitet, hat gemeint, dass der dem Kannibalismus verfällt, nicht der gebissen wird. Also solange Emily niemanden anknabbert, dürfte sie nicht zu dem da werden. So, für euch, nee, zu denen da unten werden. Okay, das Ergebnis des Chaos. Wir haben noch zwei Schmetterlingseffekte. Dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist. Ja, da könntest du echt lange schießen. Was? Ich kann es damit gar nicht töten? Ich kann es nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Okay. Wie geht? Das erschließt sich mir jetzt aber nicht. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann halt man einfach die Gusche tun? Folgen bestimmten Mustern. Oh oh. Jedes Tier. Oh oh. Hier sind Blutspuren. Aber ich glaube, das war von Emily. Tja, sie jagen nur bei Nacht. Wieso? Hab ich nicht gefragt. Der ist wirklich sympathisch. Gibt es Profi-Wendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können sie mich nicht riechen oder sowas? Ja, sie riechen dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Warum wackelt der Chris nicht? Sie sehen, wenn du ganz still stehst. Wie bei Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Wie bei Dinos. Ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Es sei denn, du hast keine andere Wahl. Okay. Das kann auch lustig werden. Hier ist irgendwas, guck mal hier die Blutspuren. Diese Dinger, Wendigos, sind oder waren Menschen. Steckt dann irgendwo noch ein Rest Menschlichkeit in ihnen? Ein paar Dinge sind noch da. Ich meine, sollte man sie dann töten? Vielleicht kann man sie heilen. Klar. Sie verlieren ihre Menschenrechte, sobald sie einen anderen fressen. Keine Heilung, keine Absolution. Ich meine, wenn es noch Menschen sind, darf man sie dann verletzen? Ja. Wenn du einem gegenüberstehst, heißt es du oder er. Spiel ruhig den Moralapostel. Das machst du bestimmt nicht lang. Oh shit. Oh shit. Verdammt, was soll das? Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Oh oh.
Okay. Quicktime Events kommen jetzt bestimmt gleich wieder. Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper. Warum tut er sowas? Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen Bissen nach dem anderen. Klingt nicht schön. Gut. Ja, lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. Na. Ja, Josh, wie wär's mit hinterher? Josh, sag ich schon Chris. Oh, jetzt wackelt er wieder so rum. Ah, schneller. Nein, ich will nicht. Halt, nicht liegen. Ganz leise. Hört ihr dann auch immer auf zu laufen? Shit. Lauf. Ich laufe. Zurück! Gott verdammt! Wir sind zu leicht entschieden. Wir müssen weg hier! Ach, die Scheiße. Oh Gott! Oh, ja gut, der ist tot. Hui! Oh Scheiße. Ist auf jeden Fall scharf. Ja, wie wär's mit drin? Okay. Ich bin ready. Ich schaff das. Fick dich! Rennen weiter, danke. Rennen! Scheiße! Oh shit. Und tschüss, Kollege. Ich hätte aufs Fass schießen sollen, oder? Ash! Oh Gott sei Dank! Bitte lass mich zu. Schnell! Zu! Oh mein Gott! Weg! Oh mein Gott, was ist passiert? Weg! Rennt! Weg! Löschen weg! Das Ding war direkt hinter mir! Los! Habt ihr das gesehen? Guckt mal auf den Arm. Guckt auf den Arm von dem Wendigo. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, Leute, Gott sei Dank. Wo wart ihr so lange? Sieht gar nicht so gut aus da oben. Leicht untertrieben. Chris, wo ist der Flammenwerfer-Typ? Ist er etwa tot? Oh nein. Was ist passiert? Das Ding hat ihn zerfleischt. Direkt vor mir. Einfach so. Oh Gott. Okay. Schnipp, schnapp, Kopf schnapp. Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Ist der blöd. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist das? Ich war da unten. Das war furchtbar. Warum? Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat herausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war.
Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Nein, wir gehen ja nicht nochmal hin. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Was ist das? Ash. Oh mein Gott. Es hat mich gebissen. Gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo. Was? Es ist gar nichts. Ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh. Ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Wenn der dich gebissen hat. Ich weiß, was ich jetzt denke. Und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily, wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Nein, hat er das Typ gesagt. Er sagt ja, wenn man jemand anderen isst oder nicht, das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss, dann wirst du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott. Du kannst nicht bei uns bleiben. Doch, kann sie. Was, Mike? Du musst gehen. Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn! Emily, du kannst nicht bleiben! Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Und ich will das nie wiedersehen. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Tu uns allen den Gefallen und geh. Nein! Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da ein Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Wow, okay. Wow, Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Alter, das ist der Schutzraum, M. Bitte! Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Nicht erschießen. Nicht, tu das nicht! Es tut mir so leid. Alter, nein! Ja, das kannst du aber sowas von vergessen, dass ich dahin schieß. Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Hoffen wir es. Vielleicht. Vorerst. Shit. Fuck. Beobachtet sie. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Keiner geht raus. Ashley. Okay, es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Okay, aber das machen wir erst in der nächsten Folge von Let's Play Until Dawn. Bis dahin, ich bin raus. Tschö. Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Okay, das hören wir uns noch mit an. Keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen.